Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Kirby's Adventure Wii. Wir starten durch mit der vierten Stage hier in der sechsten Welt. Ah ja, Electric. Und wie es aussieht, geht's hier ja schon wieder ganz schön ab. Sieht mir schon wieder nach keinem normalen Level aus, sondern eher nach irgendeinem Special Level wieder. Finde ich ganz gut. Ich mag diese Special Level. Die normalen Level sind eh verdammt langweilig. Von daher finde ich das ziemlich okay so. So, holen wir uns mal die Feuerfähigkeit. Dann können wir hier ein bisschen nach vorne Feuer speien. Und auch uns zu einem Feuerball verformen. Du ekelhaftes Viech. Ist das jetzt so eine Art Labyrinth oder was? Ich weiß es nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mal die Kerze mit. Die hilft uns weiter. Freundchen. Ja, ich jump einfach über dich drüber. So ist es eigentlich bestimmt nicht gewollt. Aber das ist egal. Das ist völlig egal. Okay. Oh, ein Schwert-Dude. Ein Schwert-Dude. Und hier die Hammerfähigkeit. Die hatte ich doch gerade schon. Voll geil. Aber gut, die Hammerfähigkeit, wenn ich sie einfach so krieg, habe ich halt auch gar nichts dagegen. So. Erstes Zauberzahnrad haben wir uns damit gesnackt. Ich meine, es sind ja auch 5 Zauberzahnräder. Das heißt, ja, die müssen ja irgendwo versteckt sein, diese Zauberzahnräder. Ich meine, 5 Stück, ja, die müssen ja irgendwo sein. Wird auf jeden Fall ein etwas längeres Level, glaube ich. Oder auch nicht, ne, weiß man nicht. Holla. Was denn hier los? War das jetzt ein Versteck? Also war das jetzt hier der richtige Weg, um zum Zauberzahnrad zu kommen? Ich weiß es nicht. Sehr fragwürdig. Vor allem ist auch sehr fragwürdig, ob ich eventuell den Hammer gebraucht hätte. Nein. Ich hätte den Hammer nicht gebraucht. Wunderbar. Haben wir schon 2 ganze Zauberzahnräder gefunden. Wunderbar. Die Stirnfähigkeit nehmen wir gerne mit. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und dann geht's auch schon wieder in den nächsten Raum. Bisher ein sehr schönes Level. Gefällt mir. Wunderbar. Hier racen wir einfach mal über Wasser. Weil, wozu soll ich unter Wasser gehen, wenn ich ja auch über Wasser bleiben kann? Ey! Ja. Okay, Frage geklärt. Ritter Ramkam. Mein lieber Ritter Ramkam. Wieso laggt das Spiel? Holy moly, Alter. Was war das denn für ein Lag? Das musst du auch erstmal hinkriegen, dass das Game so laggt. Aber Ritter Ramkam ist down. Und damit haben wir die Bumerang-Fähigkeit bekommen. Nice. Nein, 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 nein. So spielst das hier nicht. So spielst das hier nicht. Ja, mein Freund. Aber sicherlich nicht. So. Bam. Hallo? Das gibt's doch nicht. Ganz vorsichtig. Bam. Okay, nochmal ganz vorsichtig. Das gibt es nicht. Boah, Alter. Yo. Das ist ja richtig knapp bemessen. Okay, ein bisschen Food. Ein bisschen Zauberzahnräder. So gefällt mir das. Okay. 3 Zauberzahnräder schon. Das Level geht schnell vorbei. Fällt mir gerade mal so auf. Aber das finde ich auch gut so. Ist das ein Labyrinth? Ja, ne? Das ist so eine Art Labyrinth. Okay. Oh, 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 warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich gehe mal hier nach unten. Und hier auch nochmal nach unten. Und hier rüber. Und hier ist das 4. Zauberzahnrad. Alter, die spammen uns hier ja regelrecht zu mit Zauberzahnrädern. Hey, Digga. Jetzt haben wir hier unsere geile Fähigkeit verloren. Ihr blöden Fische, Alter. Die regen mich richtig auf. So. Dieses Mal nach rechts, nach drüben. Hoppala, hoppala. Was denn jetzt los? So, lasst mich hier alle mal durch. Ich bin Arzt. Ich muss hier mal ganz dringend zu unserem 4-köpfigen Drachen. Ich hab gehört, dem geht's nicht ganz gut. Hallo. Alter, ich gebe dir gleich hier irgendeine Strafe. Du, das ist hier Behinderung der Hilfeleistung. Das geht gar nicht, mein Freund. So läuft das hier nicht. So läuft das hier nicht. Okay, warten wir kurz. Oh, okay, das letzte Zauberzahnrad, schätze ich. So sieht's aus. Okay, du kommst mal her. Zack. Was genau haben wir jetzt zu tun? Okay,
Da will ich... Nein. Ja, hier. Okay. Das war jetzt nicht ultra schwer, muss ich sagen. Alle Zauberzahnräder gefunden. Wunderbar. Dann können wir uns ja schon wieder verpieseln. Und dann, schätze ich mal, wartet da drüben auch instant das Ziel auf uns. Ja. Nettes Level. Hat mir gefallen. War nicht schwer. Ging ziemlich schnell. Und die Zauberzahnräder waren auch nicht über ewig lange Strecken verteilt, sondern die hat man immer mal wieder in schön regelmäßigen Abständen gefunden. Hat mir sehr gut gefallen. Gerne mehr solche Level. Gerne mehr. So, Bonussprung. Das war eine 3. Ja. Das war leider eine 3. Das erkennt man an diesen Farben. Das erkennt man an diesen Farben, ja, ja. Ich lerne dazu, Leute. Ich lerne dazu. Stage 4 abgeschlossen. Auf zur 5. Stage. 5 Zauberzahnräder, Alter. Holy shit. 100 Stück dürften wir jetzt haben. Oder? Sieht man das irgendwo? Ja, 100 von 120. Dann stocken wir mal auf 105 von 120 auf. Und dann, denke ich mal, gibt es noch eine Welt. Okay. 7 Welten gibt es, wie es aussieht. Wie es aussieht, ja. Mein... Können auch noch theoretisch 2 Welten sein, aber das bezweifle ich halt. Warte mal, kann ich da hoch? Nein. Man muss es ja alles überprüfen. Freundchen. Ich glaube, ich spinne. Der hat mir gerade einfach eiskalt meine Fähigkeit weggenommen. Aber jetzt haben wir immerhin die Feuerfähigkeit. Die ist auch cool. Sogar sehr cool. So. Ihr Freundchen da drüben. Euch zerstöre ich. Oder ihr zerstört mich. Holy moly. Okay. Sehr schön. Oi. Oi. Oh no. Puh. Was ist denn da los? Warum campen da oben eigentlich diese Gegner? Nur mal so als Frage. Würde mich interessieren. Ah ja. Wie kommt man denn da hin? Aha, einfach so hier. Ja, ich hoffe, ich habe hier noch kein Zauberzahnrad übersehen, weil da oben bietet es sich natürlich als Versteck an. Kann ich mir schon vorstellen. Oh, wow. Okay. Okay. Hier kann sich natürlich auch ein Zauberzahnrad verstecken, keine Frage. Alter, Popstar-Fähigkeit. Eiskalt. Wow. Alles ganz gechillt hier. Erstes Zauberzahnrad bitte. So sieht's aus. Okay. Okay. Ich weiß, womit ich es hier zu tun habe, Alter. Das Level, das sieht relativ krass aus bisher. So. Bumerang-Fähigkeit. Weg mit dir, du Laubviech. Generell, Alter, hier sind sau viele Gegner. Gefällt mir gar nicht. So, weg mit dir, mein Freund. Du hier, Herr Wischmopp. Geh bitte weg. Oh, warte mal, die Federfähigkeit. Also die Flügelfähigkeit. Die mag ich. Mit der kann man so geil fliegen. Da ist man auch sogar ziemlich schnell in der Luft. Das mag ich voll gerne. Oh, ein bisschen Food. Das mir gerade gar nichts gebracht hat. Oh, lol, da war eine Megamomate. Oh, 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 Freundchen. Weg mit dir. Gib mir das zweite Zauberzahnrad. Okay. Wie kommen wir an das zweite Zauberzahnrad dran? Okay. Mit der Flügelfähigkeit sind wir natürlich super duper schnell. Das ist gar kein Thema. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das wäre auch ganz normal möglich gewesen ohne diese Flügelfähigkeit jetzt. Aber die finde ich voll geil. Mit der lässt es sich so geil fliegen. Das ist voll nice. Okay. Boah, was war das? Ja, ein bisschen Essen schadet nie. Wieso auch nicht? Oh nein, nicht schon wieder so ein Raum. Nicht schon wieder so ein Raum. Boah, das ist immer sehr kritisch. Ich würde gerne meine Flügelfähigkeit behalten. Muss ich sagen. Die würde ich wirklich ganz gerne behalten. Oh, nice. Alter, ich glaube, diese Flügelfähigkeit hier, die ist wirklich Gold wert. Weil damit können wir uns so schnell in der Luft fortbewegen. Das ist schon sehr praktisch. Meine Güte. Und vor allem war das sehr close. Boah, yo, Alter. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen Charge drauf haben mit der Flügelfähigkeit. Mit der Flügelfähigkeit werden wir uns ja auch bald eine neue Prüfung antun, ne? Leute. Mit der Flügelfähigkeit gibt es bald eine neue Prüfung für uns. Ich bin ja gespannt.
Oh, unsichtbar einmal und einen kleinen Lag. Den Lag habe ich zwar nicht bestellt, aber naja, whatever. Aha, aha. Hier dahinter versteckt sich doch bestimmt irgendwo. Hier dahinter versteckt sich doch bestimmt irgendwo dann gleich ein Zauberzahnrad. Die Dinger können uns halt alle nix. Oh, 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 oh. Okay, aufpassen, Leute. Hier muss man aufpassen. Schnell wieder den Unsichtbarkeitsedelstein nehmen, bevor die einen erwischen. Das ist kritisch. Sehr kritisch. Und jetzt geht's hier rein. Ah ja, habe ich mir schon gedacht, dass wieder so ein Raum kommt. Gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Aha. Jetzt stackt sich das irgendwie aufeinander. Auch interessant. Oh mein Gott. Auch sehr interessant. Komm schon, gib mir doch einfach das letzte Zauberzahnrad. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich ja auch gar nicht. Wirklich. Oh, moin, Alter. Da. Okay, alles gut. Ja, das Ding ist zerquetscht worden. Alles klar. Komm schon. Ich will wirklich nicht mehr als das. Okay. Okay. Wunderbar, da war das letzte Zauberzahnrad. Und da ist das Ziel. Alter. Das Level hat mir auch richtig gut gefallen. Alter, die Level hier, jetzt zum Schluss, die können was. Die sind richtig cool. Gefällt mir. Das zweite Level hier in der Welt war echt nicht so geil. Aber das jetzt, das hat's wieder wettgemacht, würde ich sagen. So, der Boss der Welt hier. Ich weiß nicht, sollen wir den Boss gleich noch machen? Schreit irgendwie danach, ne? Boss, los geht's! Alter Falter. Aufzug nach oben. Okay. Jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt wird's spannend. Die Schwertfähigkeit wäre natürlich richtig cool. Aber die Flügelfähigkeit ist eigentlich auch richtig cool. Ne? Die Flügelfähigkeit ist halt eigentlich auch richtig cool. Ah, oh, ich glaube, ich behalte die Flügelfähigkeit. Mit der ist man so wendig in der Luft. Die ist halt eigentlich nicht gewollt, dass man die nimmt. Aber das ist mir wurscht. Was bist du denn? Metallmarschall. Alter, werden da die Schadenspunkte angezeigt, die man dem macht? Schon, oder? Jo, da werden echt die Schadenspunkte angezeigt. Wie cool ist das denn? Das ist voll cool, dass da die Schadenspunkte angezeigt werden. Okay, er charged auf mich drauf. Aber... Oh, okay. Alles gut. Der Metallmarschall ist ein interessanter Boss, muss ich sagen. Oha, oha. Ich habe bisher die Fähigkeit noch nicht verloren. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay. Alles hier wegblocken, was er mir hier reindrücken will. Warte, kann man auch... Nee, okay, das geht nicht. Irgendwie ein Schild aufbauen. So, komm, Hälfte der Leben hat er gleich. Jo, wunderbar. Dazu gibt es einen kleinen Lag. Den habe ich dann wieder mal nicht bestellt, aber ist egal. So, mein lieber Metallmarschall. Hau deine fette Rakete raus, klar. Why not? Why not? Okay, jetzt greift er irgendwie vom Hintergrund aus an. Aber bevor er das tut, gucken wir hier mal. Federzielschuss. Okay. Mhm, ja, das ist doch wunderbar. Turbo-Salto-Flug. Ah ja, den könnte ich mal probieren. Den Turbo-Flug. Den haben wir ja schon öfters probiert. Ah, der Typ race da ein bisschen im Hintergrund rum. Ja, interessant. Er hat seinen Spaß. Direkt zielsicher ist er jetzt nicht. Hallo? Aua. Mann, Alter. So, schnell wieder die neue Fähigkeit genommen. Ey, als ob wir ihm sogar Schaden machen mit dem, Alter. Das wusste ich noch nicht. Boah, okay, das hat ein bisschen Schaden gemacht, tatsächlich. Aua. Du kannst mich mal, mein Freund. Dem drücken wir ein bisschen Schaden rein. Oh, der wirft Landminen. Ich glaube es ja nicht. Wirft er eiskalt Landminen. Die hier fett rum explodieren. Okay. Mein Freund. Mein Freund. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Okay. Okay.
Nehmen wir das wieder. Okay. Okay. Puh. Okay, komm. Hallo. So, come on. Ich drück dir deinen eigenen Stern rein. Und damit haben wir ihn besiegt. War ein etwas schwererer Boss, aber gut, ich habe es mir wahrscheinlich auch mit der Flügelfähigkeit selber ein bisschen schwer gemacht. Aber trotzdem ganz cool gewesen eigentlich. Einfach mal mit einer anderen Fähigkeit einen Boss machen. Ziemlich nice. Okay, was erwartet uns jetzt? Also den Drachen haben wir ja noch nicht besiegt, also es wird definitiv noch irgendeine Welt kommen. Muss ja so sein. Ah, willkommen zurück, Kirby. Von hier aus ist es eigentlich nur ein Katzensprung bis zu Landias Berg. Na, fast. Also, dieser fürchterliche Drache ist ein richtiger Spast. Also, der hat irgendwas Schlechtes gefressen und, ja, deshalb will er uns umbringen. Ah ja. Das passiert mir auch immer, wenn ich was Falsches esse. Will ich auch am liebsten Leute umbringen. Passiert. Kann ich nachvollziehen. Nee, alles gut. Alles gut, kleiner Drache. So. Da oben geht's wohl in Richtung letzte Welt. Nacho-Nervenkitzel. Ich find's voll lustig, dass diese Anfangsbuchstaben immer das gleiche sind. Aber eine Sache muss ich mal ganz kurz abchecken. Ich weiß nicht, ob es irgendwas ergibt, wenn man die Anfangsbuchstaben kombiniert. Das wäre hier Krön. Und das da drüben wäre dann EN Krönen. Ich weiß nicht, ob das was zu heißen hat, aber extra, glaube ich, mal geschrieben, ich soll mir die Anfangsbuchstaben angucken. Ich weiß nicht, ob damit gemeint war, dass ich mir halt, dass die Anfangsbuchstaben von einer Welt immer die gleichen sind, also Eier, Elektrik, nussiger Nachmittag und sowas, oder ob das wirklich jetzt auf irgendein Wort rauskommt, sowas wie Krönen. Keine Ahnung. Kein Plan. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part in der siebten Welt wieder. Da gibt es nur 15 Zauberzahnräder. Heißt das, es gibt weniger Level? Wir werden sehen. Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.